Diese ganzen Centstücke, die wir hier haben, die werden wir jetzt auf dem Scooter-Deck kleben und versuchen, das als Grip-Tape zu machen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird was. Hier haben wir einfach mein altes Anacula-Deck, was ich mal gehydro-dippt habe. Und hier ist das Grip-Tape drauf. Das muss aber erstmal ab, damit wir es erstmal hier raufkleben können. Oh, ist das ein geiles Geräusch, oder? Oh, ist das krank. Oh. Guckt euch einfach mal diesen Farbunterschied an. Man sieht richtig, dass es richtig gehydro-dippt wurde auf der Seite und unter dem Grip-Tape absolut gar nicht. Oder die Farbe ist einfach nur abgegangen vom Grip-Tape. Aber das Grip-Tape ist jetzt endlich weg vom Deck. Und wir können jetzt anfangen, warum ist hier ein Haargummi, Digga? Keine Ahnung. Aber wir können jetzt anfangen, hier diese einzelnen Centstücke, die gar keine deutschen eigentlich sind, sondern amerikanische Pennies sind, können wir jetzt hier einzeln draufkleben. Und Leute, dafür habe ich mir extra was gekauft. Extra war ich unterwegs, um dieses Ding hier noch zu besorgen, damit wir es hier raufkleben können. Das kann jetzt auch noch ein paar Minuten dauern, bis ich damit fertig bin. Aber mal gucken, ob das klappen wird mit dem Grip-Tape. In der Zeit, wo ich das hier alles machen werde, könnt ihr gerne mal die Zeit nehmen und meinen Kanal abonnieren. Auch auf Instagram mal gerne vorbeischauen. Das ist ganz wichtig, denn nur so wenig von euch haben mich abonniert, die meine Videos schauen. Aber egal, wir gehen jetzt mal weiter hier zu dem Deck und wir versuchen einfach mal diese ganzen Centstücke hier aufs Deck zu bekommen. Mal gucken, wie das hier einfach ausarten wird. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, warum der Tisch jetzt noch ausgefahren ist, aber ich versuche euch mal einfach hierher zu ziehen. Ah, das Kabel reicht nämlich nicht. Oh, nice Kameramovement, Digga. Ich bin jetzt seit ungefähr 15 Minuten dabei und es ist wirklich anstrengender, als ich dachte. Ich dachte wirklich, es geht so einfach, aber ist es wirklich nicht. Ich meine, bis jetzt sieht es noch nicht so spektakulär aus, aber ich versuche das ganze Deck zu machen. Ich habe einfach mal hier in der Mitte einfach mal angefangen. Aber Leute, guckt euch das jetzt mal ernsthaft an, wie geil das aussieht. Und es hält halt wirklich, es ist halt das Nice. Ich werde jetzt einfach weitermachen, hier durchzuziehen und vor allem die ganzen Pennystücke hier drauf zu bekommen. Ich mache erstmal bis hier fertig und dann überlege ich, ob ich hier noch die restlichen mache. Also hier vorne noch zum Beispiel und hier hinten auch noch. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber wir werden jetzt erstmal weitermachen und dann melde ich mich gleich. So Leute, ich habe jetzt bis jetzt so alles draufgeklebt. Es sieht schon geisteskrank aus, ne? Also ich bin schon echt zufrieden damit. Aber ich werde jetzt einfach das komplette Deck jetzt mit Pennies machen, weil ich so Bock darauf habe. Das hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Ich werde versuchen, jetzt hier noch alles zu machen, hier noch alles zu machen. Break, denke ich mal, ist voll unnötig. Und hier noch vorne. Headship lassen wir auch einfach weg. Und dann werden wir später noch ins Skatepark fahren. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das enden wird und ob man damit fahren kann. Aber erstmal jetzt weitermachen und mal gucken, wie es aussieht. Ich zeige euch jetzt erstmal das Endprodukt. Das Deck sieht so krass aus. Guckt euch einfach mal hier das ganze Deck an. Also ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht, ob diese halbe Stunde sich gelohnt hat, aber wir werden einfach meinen Scooter hier auseinanderschrauben und das Deck dann dran machen. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich hoffe einfach, dass da nichts irgendwie mit dem Space dann irgendwie dagegen kommen wird. Aber ich denke, das sollte eigentlich ganz gut klappen. Deswegen darf ich jetzt meine Rolle auseinanderschrauben, was ich ja über alles hasse. Und dann können wir das Deck anschrauben. Ich bin komplett gehypt und danach fahren wir ins Skatepark. Ich habe komplett vergessen, warum ich dieses Deck gar nicht mehr fahre. Leute, ich meine, es ist jetzt hier dran. Es sieht auch nice aus. Problem ist aber, erstens, es ist komplett nicht fest. Also ich glaube, loser geht es eigentlich gar nicht. Und dazu stoppt auch noch das Hinterwheel ein bisschen. Ihr seht es ja wahrscheinlich. Hört sich scheußlich an. Ach du Kacke. Ja gut, aber das Deck ist jetzt eigentlich egal. Wir haben jetzt die ganzen Pennies hier drauf. Es sieht immer noch komplett wild aus. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir zum Skatepark. Ich bin gespannt, ob das sich jetzt wirklich gelohnt hat zu fahren. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt hält, ob man da Tricks drauf machen kann oder nicht. Aber wir werden es gleich mal sehen. Also kommt, wir gehen jetzt mal ganz kurz ins Skatepark. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Janni, guck dir bitte den Roller an. Wie der ist so krank. Wir haben hier die ganzen Pennies, ihr habt es ja gerade gesehen. Es ist übrigens einen Tag später. Ich bin jetzt in der Skatehalle, weil ich mir dachte, für dieses Video muss ich in die Skatehalle gehen, um Bangers hier rauszuhauen. Ich persönlich kann nicht gut fahren, aber Janni dafür. Aber wir haben einfach jetzt noch Griffe rangemacht, andere. Weil ich habe jetzt einen neuen Lenker und eine andere Clamp. Ja, der Roller ist ganz schlimm. Willst du mal ganz kurz einfach mal flat fahren? Du wirst merken, es ist eklig. Grip-Tape geht klar, ne? Das ist heftig. Also ich glaube, so werde ich auch privat fahren. Ich würde es nicht anders machen, ganz ehrlich. Merkst du das Wheel? Ja. Oh, oh, ein Penny. Oh, ja, die Ralle wird jetzt durch mich rein. Alle Pfandflaschensammler, die lecken sich gerade. Oh. Aber damit ihr Bescheid wisst, dass es auch wirklich klebt, es ist wirklich fest dran. Also es geht nicht ab, außer man macht Tricks. Und wir werden Tricks ist halt kritisch, ne? Ja, aber wir werden es trotzdem machen. Ja, auf jeden also, Fall. Also ich meine, der Drop-Test ist jetzt nicht ideal. Aber und ein paar Pennies fliegen gleich halt, rum. Es ist halt einfach absolut nicht festgezogen. Na, aber ist ja egal. Ich meine, fährt. Ja. Ne? Das ist jetzt gerade die Hauptsache bei dem Roller. Deswegen, wir versuchen jetzt mal ein paar Scooter-Tricks. Call mir mal einen Trick auf chillig, weil ich kann ja immer noch nicht richtig fahren. Du machst jetzt auf jeden Fall einen 180 Busman Flat und einen Half-Cap Tail Whip. Mal gucken, ob das was wird, ey. Ey, man kann gar nicht richtig mit dem fahren.
Oh, ey, das ist halt echt ein Penny, ne? Das ist echt ein Penny, das ist kein Cent. Es ist tatsächlich hier, ne? Auf jeden Fall, es ist ein Penny einfach. Also wirklich aus Liberty. Das ist echt schwerer, als ich dachte. Ich würde sagen, ich mache mal was anderes. Und zwar versuche ich mal... Ja, meinst du, es geht ein Finger mit Fly aus? Ich denke schon. Ich habe Angst, mich zu packen, aber ich versuche mal einen Finger mit Fly aus. Und danach macht Janni mal krass Tricks. So. Ich will von dir Kicktips sehen. Oh. Ich will von dir Brightips sehen. Ah. Aber Fly aus. Okay. Wir tasten uns ran, aber erstmal jetzt den Finger mit Fly aus. Ich bin auf jeden Fall jetzt richtig gespannt. Oh. Alter! Ey, also das, ich hätte gedacht, dass Pennys abfliegen, aber tatsächlich war safe, ne? Das Ding ist, ich habe nichts abfliegen gehört, nur, Digga, das ist wirklich wie Grip Tape. Es ist wirklich krass. Grip einfach. Wirklich, also man rutscht nicht weg, ihr kennt es ja wahrscheinlich. Wenn ihr ein Deck habt und einfach so darauf so ein bisschen so rum, sag ich mal, mit dem Fuß macht und so checkt, ob es hält oder nicht, es wird nicht halten. Mit dem geht's klar. Es also, geht, ja. Finger Whip, hätte ich nicht gedacht. Janni, überlass dir die Ehre. Oh, glaub mir, du Beast, bist dieses Beast. Du wirst komplett heulen. Wenn du jetzt die Wall fährst, weil du denkst, der ganze Roller bricht auseinander. Check bitte, wie viele Pennys es sind. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich glaube, es sind so ungefähr vielleicht 80 Stück drauf. Keine Ahnung, ich kann nicht zählen. Ich auch nicht. Oh. Dann machen wir einfach mal einen Kickless Flyout. Leute, schreibt jetzt schon mal die Kommentare, ob ihr das auch mal probieren würdet. Jetzt macht erstmal Janni weiter. Oh mein Gott. Oh. Ja. Digga, easy. Dann würde ich sagen, ich hole jetzt mal einen Trick und zwar einen Backflip, würde ich sagen, oder? Janni, komm mal her. Ja. Er ist schon wieder komplett fleißig am Fahren, hinten. Oh, nein, Penny. Ey, aber ist dir das aufgefallen, dass wenn du eine Rampe hochfährst, dann kannst du nicht lenken? Nee, ich weiß. Ich weiß nicht, irgendwas ist, wenn du Druck auf dem Roller hast, dann stoppt die Lenkung, weil irgendwas schnallt. Also irgendwas ist da nicht richtig. Aber Janni, da wir ja gerade gefahren sind, würdest du sagen, ehrliche Meinung, du kannst auch nein sagen, würdest du einen Zip-Test buchen? Ich weiß nicht. Also, ja. Vom Ding her würdest du es schaffen, aber die ja, würde ich. Aber ich habe Angst, weil wenn ich die Rampe hochfahre, kann ich nicht lenken. Du brauchst nicht lenken für den Backflip, oder? Wenn ich ein bisschen schräg und so, ich weiß nicht, zum Austestieren. Willst du mal gucken? Fahr mal an. Alter, er fährt wirklich an. Mal gucken, ob er es macht. Ja, easy. Oder? Der ist doch easy drin, oder? Der hat einen Knieschoner als Mager, ne? Aber egal, ich mach ihn einfach mal. Okay, mach mal. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und guckt auch bei ihm vorbei. Er macht ja auch Videos. Okay, er macht jetzt wirklich. Mit dem Grip Tape von diesen Pennys. Digga, nice. Jo, danke schön. Hat es sich sicher angefühlt oder unsicher? Auf jeden Fall. Also ich fand was ist davon jetzt? Unsicher oder sicher? Sicher. Tatsächlich, also wirklich, bin null weggerutscht. Nur ist es wirklich eklig, dass man nicht lenken kann. Ja, es ist wirklich widerlich. Ganz komisch. Weißt du, was wir aber machen? Es liegt ja nicht am Deck, sondern halt einfach daran, dass es falsch irgendwie... Ich wollte gerade sagen, also das Deck wäre eigentlich super, hätte ich einen vernünftigen Roller. Grüße gehen raus an mich selber, dass ich einfach so unorganisiert bin. Aber wir werden weitermachen. Ich muss mal ganz kurz nehmen. Jetzt mal ehrlich, die Griffe sind so rutschig, ne? Die rutschen die ganze Zeit. Ja. Vielleicht sieht man das, dass sie einfach nur hin und her rutschen. Es ist wirklich Panne. Aber hier, halt mal meinen Cent für mich. Wow, okay, ich versuche mal einen Drive. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Penny nicht wert. Warte, Euro. Den Euro nicht wert. Ich versuche mal einen Bri-Flip. Ich weiß nicht, ob das geht, weil man kann ja nicht lenken, so wie du gesagt hast. Ja, genau. Müssen wir echt machen. Fahr mal hoch und lenk dann. Ich kann mal gerne versuchen, aber dann wirklich. Beim Bri-Flip muss man ja so ein bisschen schräg machen. Deswegen habe ich mal schauen. Ich muss schauen. Mal gucken, wie viel Penny. Test einfach mal. Ja, mal gucken, wie viel Penny ich jetzt verliere. Und also ich glaube, der ganze Grip-Tape wird einfach abfallen. Okay, es, echt nicht, ne? Es ist anders. Versuchen wir mal einen Bri-Flip. Machen wir. Okay. Oh, scheiße. Es ist wirklich ganz ekelhaft, Leute. Da ist ein Penny runtergefallen. Kriegst du ihn auch gerne wieder. Hier, den hast du dir verdient. Yeah. Alter, ich war voll unter Strom. Digga, aber nice. Dankeschön. Digga, ist rein in die Tasche. Aber rein. Es ist der sogar aus der Tasche. Ich hab. Guck, er hatte ja hier einen, ne? Ja. Nichts drin, nur einer. Oh mein Gott! Ist wirklich der. Man kann auf jeden Fall ein paar Bangers machen, jetzt nicht mit dem Setup. Ja, alles feiert. Ey, aber ich habe tatsächlich eine richtig gute Idee. Ja, raus. Ich mache jetzt einen 360 Tail Whip. Digga, das geht doch gar nicht. Kann man aber über 360 machen? Bestimmt, ja. Aber 360 Tail Whip? Ja, auf jeden Fall. Also, okay, 360 Tail Whip. Ich versuch's einfach mal. Okay. Ne? Und dann machst du einen richtig schönen Grab. Ach du Kacke. Weil das Ding ist halt, dadurch, ne, ist ja ein bisschen was anderes als Grip Tape. Ja, auf jeden und Fall. Und beim Grab musst du dich ja so ans Deck ran. Halt. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das ist nicht cool. Ich glaube, das wird widerlich sein. Aber versuch du mal einen 360 Grip und ich versuche dann mal irgendwie einen Deck Grab oder so. Oh, aber man hat gesehen. Es war ekelhaft zu ziehen. Man hat's schon gesehen, oder? Ja, weißt du, was richtig ekelhaft war? Was denn? Der Roller beim 360 Tail Whip. Also, viele, die ihn kennen. Ja, da ist doch was los hier. Zack, Marc Croissant. Was soll's sagen? Viele kennen ja zum Beispiel, der jetzt einen 360 Tail Whip kann. Wenn man den Roller so dreht, dann will der immer ja weg. Richtig. Ne? Und du musst ihn ja immer unter dir ziehen. Und dadurch, dass die Griffe so gerutscht haben, beim 360 Tail Whip, ne? Ich halte den Roller komplett fest. Und auf einmal einfach.
So. Oh mein Gott. Keine Ahnung, es war ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir haben schon ein paar Cents verloren. Also wie man es am Anfang im Video sehen konnte, wir hatten auf jeden Fall deutlich mehr. Hier fehlen fast alle, aber es hält trotzdem. Auch wenn das jetzt nicht da ist, diese Klebschicht ist auch da. Aber jetzt werde ich versuchen, mal einen Grab zu machen, oder? Ein Grab, T-Bock oder so? Richtig schön Grab. Ich will ihn sehen. Hier, halt meinen Cent. Dankeschön. Wir machen jetzt. Wieder in die Tasche. Natürlich. Oh, ich denke, der Lenker bricht. Hey, recht nach hinten gerutscht, ne? Das Ding, ja, erstens das und zweitens, man kann ja den Lenker nicht richtig so schief machen, wenn man fährt, ne? Stimmt, ja. Weil der schleift hier irgendwo, aber nochmal, zweiter Versuch. Ja, okay, geht klar. Aber man sieht auf jeden Fall, dass du sehr doll wegrutscht. Ich bin dir ehrlich, ne? Ich glaube, das ist der Sketch-Roller, den es gibt, der hat so Spiel, ne? Ich meine, das Grip-Tape, das Grip-Tape ist nicht mal das Problem, sondern eigentlich nur das Wheel, was stehen bleibt ab und zu. Das schleift auch, man. Wenn man damit fährt, merkt man das richtig. Es ist wirklich nicht schön, aber wir können trotzdem damit fahren und es geht eigentlich ganz, ganz klar. Ich will jetzt noch einen Trick sehen und zwar versuche ich jetzt einfach mal einen Bar-Whip. Ja. Digga, das werde ich, ey. Wenn mein ich Rücken nicht, aber let's go. Wenn mein Rücken das mitmacht, easy, ja, komm. Das wird schon, ist es. Resi, es federt ein bisschen, das wird er schon hinkriegen. Der Lenker ist einfach so in der Luft stehen geblieben. So geht's, wenn ich mache, aber wenn ich nach hinten lehne, kann man keinen Basketball machen. Wenn ich nach hinten lehne, muss ich nach vorne lehnen. Ah, ist das richtig zu landen? Ob der heute noch was wird, schreibt in die Kommentare. Reicht mir. Keine 30-Sekunden-Regel, mein Freund. Ey, diese Griffe sind so hart. Ja, das ist ganz eklig. Also ich glaube, es ist aber weicher. Ganz, ganz alt. Ich glaube, es ist wirklich weicher, wenn man keine Griffe hat. Einen letzten Banger von dir will ich sehen. Okay, aber was? Ich will unbedingt von dir einen Ingo-Bry sehen. Aha, Ingo-Bry. Wir machen den jetzt. Ja! Easy! Woo! Ich würde sagen, das war's für den Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst Like da, schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Checkt gerne Janni ab und Alex, der gefilmt hat. Haut rein, noch einen geilen Tag. Peace.